Der vorbestrafte Freund von Laura Wehner wird von seinem Kumpel Jimmy massiv unter Druck gesetzt. Es ist eigentlich eine Nichtraucherwohnung. Das ist mir scheißegal, ob du in diesem Drecksloch rauchst oder nicht. Hast du mich verstanden? Was soll denn das? Was das soll? Ich hab dir ein Alibi verschafft und jetzt will ich mein Geld dafür haben. Ich hab dir gesagt, dass ich dein Geld noch nicht hab. Du kriegst es, sobald ich's zusammengespart habe. Ja, und ich hab dir gesagt, dass ich mich heute noch bei dir melde, oder nicht? Ich will meine 10.000 Euro haben, und zwar jetzt und nicht, wenn dein Sparschwein voll ist. Was? 10.000 Euro? Aber wir haben doch 500 ausgemacht. Ja, jetzt sind's 10.000. So viel muss dir deine Freiheit doch wert sein, ne? Wo soll ich das ganze Geld denn herbekommen? Hey, verarsch mich nicht. Du weißt genau, wo du das Geld herkriegst. Los, geh aufmachen. Und wer auch immer da ist, sag bloß nichts Falsches. Guten Tag, Herr Seibert. Mein Name ist Alexander Holt. Ich bin Richter und auf Bitten von Frau Wehner habe ich mich ihrer Tochter Laura angenommen. Sie sind doch Ihr Freund, oder? Mhm. Darf ich reinkommen? Ja. Was ist denn mit Laura? Ja, Sie wissen ja sicherlich, dass Ihre Freundin Laura ziemliche Probleme mit der Polizei hat. Sie rauchen? Sollten Sie vielleicht unter den Umständen jetzt besser aufhören? Ich rauche doch gar nicht. Wieso? Ja, weil das nicht gut ist fürs Baby, oder? Sie wissen, dass Laura schwanger ist? Ja. Wie sehen denn unter den Umständen Ihre Zukunftspläne aus? Ja, ich weiß noch nicht wie. Aber irgendwie werde ich schon für meine kleine Familie sorgen. Ich bin nicht der Typ, der Mädchen im Stich lässt, wenn es drauf ankommt. Sehr gut. Und um für Ihre kleine Familie zu sorgen, brauchen Sie doch sicherlich Geld. Geld, das Sie sich vielleicht über einen Einbruch besorgt haben. Und jetzt lassen Sie Ihre schwangere Freundin den Kopf dafür hinhalten. Nein! Ich habe doch erst nach dem Einbruch erfahren, dass Laura schwanger ist. Ich war das nicht. Und Laura war es auch nicht. Wieso hat sie es dann gestanden? Tja, weil sie denkt, dass ich es war. Dabei habe ich doch ein Alibi. Ja, richtig. Aber am Tatort wurde ein Armband gefunden. Und Frau Wehner hat das als ihres identifiziert. Ja, wahrscheinlich ist es meins. Ich muss es verloren haben, als ich mich letzte Woche im Büro umgesehen habe. Was wollten Sie denn dort? Was hatten Sie da zu suchen? Okay. Zuerst wollte ich einbrechen, aber ich hab's sein lassen. Okay. Alles, was Sie mir gerade eben jetzt gesagt haben, das müssen Sie unbedingt auch der Polizei sagen. Laura hat gesagt, dass dieses Armband ihr eigenes sei. Och, Mensch, Laura. Ich bringe das in Ordnung. Ich sage denen, dass es meins ist. Ich wollte schon die ganze Zeit, dass Laura den Bullen sagt, dass sie es nicht war. Aber sie ist einfach so stur. Haben Sie Besuch? Nein. Ich muss der Wind gewesen sein. Ich habe ein Fenster offen. Der Wind? Na gut, ich gehe da mal wieder. Aber nicht vergessen, die Polizei informieren, ja? Mach ich. Und Wiedersehen. Wiedersehen. So, so. Die kleine Maus ist also schwanger. Glückwunsch. Du hast bis morgen früh Zeit, mir mein Geld zu besorgen. Sonst wird deiner kleinen Laura was zustoßen. Klar? Auch Julian Seibert beteuert, dass weder er noch seine Freundin Laura den Einbruch begangen haben. Was, wenn eine dritte Person in dem Schuhgeschäft eingebrochen ist? Ich will herausfinden, in welchem Krankenhaus Ernst Piontek liegt. Und dann will ich mit ihm reden. Vielleicht kann er sich ja an mehr erinnern als seine Ehefrau. Mama, ich muss mit dir reden. Das glaube ich auch. Wo kommst du her? Warst du wieder bei diesem Mistkerl? Hör doch einfach auf, Julian andauernd schlecht zu machen. Und was soll das, bitteschön? Mann, hattest du vor, mir davon zu erzählen? Ich wollte es dir eigentlich gestern Abend schon sagen. Aber du flippst ja schon aus, wenn du nur Julians Namen hörst. Ich werde nicht zulassen, dass dieser Kriminelle dein Leben zerstört. Du wirst das Kind nicht bekommen. Mama, spinnst du? Du bist viel zu jung, um Mutter zu werden. Wie konntest du nur so dämlich sein und dir ein Kind andrehen lassen? Hat Julian dich dazu überredet, die Kondome wegzulassen, ja? Mama! Warum hast du dir nicht die Pille verschreiben lassen? Verdammt nochmal, ich hab dir doch alles über Verhütung erklärt. Du bist so ungerecht, Mama.
Julian hat mich zu gar nichts überredet. Es war ein Unfall, wenn du es genau wissen willst. Ich mache einen Termin bei einer Beratungsstelle. Die können dir dann genau sagen, wie das mit der Abtreibung läuft. Ich will aber keine Abtreibung. Ich will mein Baby bekommen. Julian und ich, wir wollen heiraten. Und du glaubst wirklich, dass Julian für immer bei dir bleibt, ja? Ja. Nur weil Papa dir weggelaufen ist, heißt das noch lange nicht, dass jedermann so ist. Verstehst du denn nicht, dass ich nur dein Bestes will? Laura, in 5 Jahren wirst du mir danken. Ich lass nicht zu, dass du mein Baby umbringst. Wenn du nicht akzeptierst, dass Julian und ich für immer zusammen sind und ein Kind kriegen, dann bin ich nicht mehr deine Tochter. Laura. Unterdessen will Renate Piontek den Einbruch schnellstmöglich zu den Akten legen. Ich habe alles vorbereitet. Du musst noch hier unten unterschreiben und dann kann ich das Ganze an die Versicherung weiterleiten. Hm? Also ich möchte noch ein paar Tage warten. Ich meine, vielleicht findet ja die Polizei die Münzsammlung noch. Das glaubst du ja wohl selber nicht, oder? Dass du immer so unvernünftig sein musst, das kann ich echt nicht verstehen. Herr Holt, das ist der Richter, von dem ich dir erzählt habe. Guten Tag, Herr Piontek. Dann wissen Sie sicher auch, dass es mir um Laura Wehner geht. Dazu würde ich Ihnen ganz gerne ein paar Fragen stellen. Nur zu fragen Sie. Herr Holt, unser Gespräch heute Morgen, das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und mir sind ein paar Sachen eingefallen, die durchaus wichtig sein könnten. Und die wären? Laura hat mich in letzter Zeit ständig ausgefragt. Sie wollte alles über den Safe wissen. Und als ich ihr erzählt habe, dass Ernst dort eine sehr wertvolle Münzsammlung aufbewahrt, da hat sie ganz große Augen bekommen. Hat Laura denn auch nach der Kombination des Safe gefolgt? Nein, also ich meine, so dumm ist sie nun auch wieder nicht. Aber sie könnte beobachtet haben, wie Ernst den Safe geöffnet hat und könnte so an die Kombination gekommen sein. Also ich glaube nicht, dass es Laura war. Wieso glauben Sie das nicht? Ich glaube, es war ein Mann. Ach, hör doch auf. Ich meine, das kleine Biest hat doch gestanden. Was soll das denn jetzt? Aber der Einbrecher hat ein billiges Rasierwasser getragen. Das weiß ich so genau, weil ich dasselbe früher auch gehabt habe. Und ein junges Mädchen wird sowas ja wohl nicht benutzen. Was für ein lächerliches Argument. Ach, Entschuldigung, das ist doch ernstzunehmend, finde ich. Ja, okay, gut, dann war es eben ihr Freund. Dann hat sie ihm eben sämtliche Informationen zukommen lassen. Wie kommen Sie jetzt auf Julian Seibert? Weil er schon mal im Knast saß wegen Einbruch. Das hat mir Lauras Mutter erzählt. Und im Laden bei uns hat er auch ständig rumgelungert. Also mit solchen Anschuldigungen, da sollten Sie mal ganz vorsichtig sein. Ne? Und Sie müssen Ihre Beobachtung unbedingt der Polizei sagen. Ich frag mich wirklich, was das noch bringen soll. Ich meine, Laura und ihr krimineller Freund, die stecken mit Sicherheit unter einer Decke. Also, Frau Piontek, irgendwie muss ich mich über Sie wundern. Man könnte fast meinen, es wäre Ihnen recht, wenn Laura oder Ihr Freund das waren. Gut, ich will Sie jetzt aber auch nicht länger stören. Ihnen gute Besserung, Herr Piontek, ja. Und vielen Dank. Wiedersehen. Ich finde es sehr merkwürdig, wie Frau Piontek darauf erpicht ist, Laura Wehner zu belasten. Aber noch viel entscheidender ist die Aussage ihres Mannes. Denn die ist ein weiteres Indiz dafür, dass Laura den Diebstahl nicht begangen hat. Morgen werde ich mal bei der Polizei nachfragen, ob Julian Seibert die Informationen über das Armband wirklich an die Polizei weitergegeben hat. Falls nicht, ist er für mich weiterhin verdächtig, was den Einbruch betrifft. Als Alexander Holt sein Auto erreicht, sieht er, dass ihn das Fahrzeug eines Fitnessstudios zugeparkt hat. Der Fahrer fährt jedoch auf Aufforderung des Richters zügig weiter. Dass ihre Mutter sie zu einer Abtreibung drängt, belastet Laura sehr. Die 16-Jährige ist mit ihrem Freund Julian verabredet und merkt gar nicht, dass sie dabei beobachtet wird. Meine Mutter, sie weiß jetzt von unserem Baby und will, dass ich abtreibe. Was? Das kann die doch nicht machen. Das ist doch unsere Entscheidung. Du kennst meine Mutter nicht. Die lässt nicht locker, bevor sie ihren Willen kriegt. Ja, wenn das so ist, dann können wir nicht länger hierbleiben. Lass uns abhauen. Im Ernst jetzt? Ja, hier stressen uns doch sowieso nur alle. Wärst du einverstanden? Mit dir gehe ich überall hin. Und was soll ich denn noch hier? Meine Lehre habe ich auch schon verloren. Oh Mann, Laura, ich bin nicht eingebrochen. Warum hast du denn dein Geständnis nicht zurückgezogen? Das ist doch jetzt egal. Wir hauen doch eh ab. Und dann können wir für immer zusammen sein. Ja, und ich kann auf dich und das Baby aufpassen. Und wo willst du mit uns hin? Und wir brauchen doch auch noch Kohle.
Ja, so ein bisschen Geld habe ich noch auf dem Konto. Damit kommen wir locker bis nach Italien. Italien? Das ist warm und das Meer, das wird das Baby mögen. Ja, so machen wir es. Wir suchen uns ein kleines Haus in Italien am Strand und dort werde ich mir dann einfach einen Job suchen. Aber du kannst doch gar kein Italienisch. Kann ich schon. Ti amo. Ich liebe dich auch. Aber jetzt mal im Ernst. Ich kann mir dort einen Job als Tellerwäscher suchen oder als Kellner. Da wird man schon nicht die Mega-Sprachkenntnisse brauchen. Und ich passe so lange auf unser Baby auf. Und sonntags gehen wir alle zusammen zum Strand. Ja, und da kann ich mit dem Kleinen dann Sandburgen bauen. Oder mit der Kleinen. Oh Mann, es ist so cool. Damals im Heim, da habe ich mir immer gewünscht, dass mich irgendwann mal eine Familie aufnimmt. Und jetzt habe ich einfach meine eigene kleine Familie. Keiner wird unserem Baby was antun, oder? Nein, das lasse ich nicht zu. Ich werde auf dich und das Baby aufpassen, das verspreche ich dir. Da sich Ernst Piontek sicher ist, dass der Einbrecher ein Mann war, macht sich Richter Alexander Holt am nächsten Tag noch einmal auf den Weg zum Präsidium. Er will überprüfen, ob Piontek seine Aussage bereits gemacht hat. Guten Tag, Frau Piontek. Guten Tag. Wie geht's denn Ihrem Mann? Ja, viel besser. Er wird morgen entlassen. Ach, das freut mich. Waren Sie auch gerade bei der Polizei? Ich will auch gerade zum Kommissar. Ja. Dann ist Ihnen noch was eingefallen, was für die Aufklärung des Einbruches wichtig ist? Nein, der Kommissar wollte noch eine genaue Aufstellung der Münzen haben, die gestohlen worden sind. Und die habe ich ihm vorbeigebracht. Verstehe. Was sagen Sie, der junge Mann, den kenne ich doch auch. Der hat mich gestern am Krankenhaus zugeparkt. Hat Sie der da auch abgeholt? Ja, das ist ein Bekannter. Also, wissen Sie, mein Auto ist in der Reparatur. Und er ist so nett und fährt mich. Ich muss dann jetzt aber auch los. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Kurz nach der seltsamen Begegnung mit Renate Piontek betritt Richter Alexander Holt das Büro des ermittelnden Kriminalhauptkommissars. Ja. Na, Herr Kommissar, haben Sie im Moment Zeit für mich? Ja. Ich wollte euch nur fragen, ob der Herr Piontek seine Aussage hinsichtlich des Täters gemacht hat. Also mir hat er nämlich gestern gesagt, dass er überzeugt davon ist, dass der Täter ein Mann ist. Ja, Herr Piontek hat uns das mitgeteilt. Auch Julian Seibert hat sich gemeldet und ausgesagt, dass das Armband, das am Tatort gefunden wurde, ihm gehört. Aber das spricht doch alles dafür, dass Laura Wehner unschuldig ist. Ja, Sie haben recht. Wäre auch zu schön gewesen, einen Fall mal in nur einem Tag zu lösen. Ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass Julian Seibert der Täter sein könnte. Sein Alibi stammt von einem bekannten Kriminellen. Jimmy Neumann. Jimmy Neumann? Ah, der Name sagt mir auch was, den habe ich selber schon mal verurteilt. Also der Mann, der ist gefährlich und der ist auch nicht unbedingt ein Freund der Wahrheit. Allerdings wundert es mich, dass Julian Seibert, Vorsitzender ist, der Einbrecher noch nicht über der Berge ist. Warum das denn? Nun, im Safe der Piontechs befand sich eine beachtliche Summe Bargeld und eine Münzsammlung. Und die ist ein kleines Vermögen wert. Das wird teuer für die Versicherung. Das ist ja interessant. Alexander Holt hat einen Verdacht und beschließt, noch einmal mit Schuhhausbesitzer Ernst Piontek zu sprechen. Hallo, Herr Holt. Ich habe der Polizei schon Bescheid gesagt. Guten Tag, Herr Piontek. Ja, das weiß ich und dafür auch herzlichen Dank. Was verschafft mir dann die Ehre Ihres Besuches? Gibt's Neuigkeiten von meinen Münzen? Leider nein. Schade. Wissen Sie, ich hänge sehr an meinen Münzen. Auch wenn meine Frau das immer albern findet. Aber die Münzen haben doch einen beträchtlichen Wert. Ja, deshalb wollte sie auch immer verkaufen. Aber mir geht's halt mehr um den ideellen Wert. Ich hänge an jeder einzelnen Münze. Herr Piontek, es gibt möglicherweise eine neue Spur, aber die ist noch sehr vage. Und deswegen würde ich Ihnen gerne eine sehr persönliche Frage stellen, wenn Sie das erlauben. Wenn es hilft, die Münzen zu finden, nur zu. Ja, Herr Piontek, wie ist es um Ihre Ehe bestellt? Verstehen Sie und Ihre Frau sich gut? Ehrlich gesagt, haben wir seit einem halben Jahr eine leichte Schieflage. Und manchmal glaube ich sogar, dass meine Frau einen Geliebten hat. Und haben Sie da jemand Bestimmten in Verdacht? Nein. Obwohl, sie läuft in letzter Zeit ständig ins Fitnessstudio. Und wenn der Trainer nicht deutlich jünger wäre als sie, würde ich sagen, sie hat was mit ihm. Und können Sie mir sagen, ob das Auto Ihrer Frau in der Werkstatt ist? Nein, ist es nicht. Da sind Sie sicher? Natürlich bin ich mir da sicher. Meine Frau war heute früh hier und hat die Vollmacht für die Versicherung geholt.
Und da war sie mit dem eigenen Auto da. Sehen Sie, ich habe einen wunderbaren Ausblick auf den Parkplatz. Und das habe ich selber gesehen. Das habe ich mir fast gedacht. Aber können Sie mir sagen, warum Sie mir all diese Fragen stellen? Dazu kann ich Ihnen leider noch nichts sagen. Aber es könnte sein, dass ich dem wahren Täter auf der Spur bin. Unterdessen hat die schwangere Laura bereits ihre Flucht mit Julian vorbereitet. Laura, Zeit zum Aufstehen. Mama, mir geht's nicht gut. Mir ist richtig schlecht. Ich glaube, ich kann halt nicht mehr zur Familienberatung. Ach, Laura. Ich hab gedacht, du bist endlich zur Vernunft gekommen. Gestern Abend hast du doch gesagt, du kommst mit. Ich weiß, aber mir geht's echt richtig mies. Und das ist nicht nur eine Ausrede, weil du die Abtreibung rauszögern willst. Nein, ich hab's ja eingesehen, dass es besser ist, wenn ich das Baby nicht bekomme. Aber heute schaffe ich das wirklich nicht. Na gut. Ja, dann verschieben wir das halt auf morgen. Nehme ich mir morgen halt noch mal frei. Danke, Mama. Ja, und dann nutze ich jetzt einfach mal die Zeit und putze unsere Wohnung gründlich durch. Wenn du irgendwas brauchst, dann ruf mich, okay? Okay, ich schlafe noch eine Runde. Mhm. Ach, und Mama, ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb, Kleines. Guten Tag. Auf Sie habe ich gewartet. Sie waren noch gestern beim Krankenhaus. Ich habe Ihren Wagen wiedererkannt. Sie sind doch der Bekannte von Frau Piontek, oder? Und wenn schon, wer sind Sie? Ach ja, Alexander Holt ist mein Name. Ich bin Richter. Und es geht um den Einbruch in das Schuhgeschäft der Pionteks. Und, was habe ich damit zu tun? Moment. Ein sehr interessantes Aftershave haben Sie da aufgelegt. Hm? Sehr prägnant. Sagen Sie mal, was wollen Sie überhaupt von mir? Ich hatte ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit den Pionteks. Wieso? Was haben die denn gesagt? Der Herr Piontek, der kann sich plötzlich wieder an einige Details des Einbruchs erinnern. Was wollen Sie denn damit sagen? Viel interessanter ist doch, was Sie dazu zu sagen haben. Während Richter Alexander Holt auf dem Weg zu Laura Wehner ist, wartet die 16-Jährige gerade auf ihren Freund Julian. Doch die Fluchtpläne des Teenie-Paares werden durchkreuzt. Sei leise! Laura? Laura? Ihre Sachen sind weg. Oh, sie wird doch nicht. Oh mein Gott. Was soll das? Was soll? Ich krieg doch Geld von deinem Freund. 10.000 Euro für sein Alibi. Er war nämlich gar nicht bei mir in der Bar. Wie? Ich wollte mir heute Morgen das Geld abholen. Und er sagt mir seine Nachbarin, dass er mit einer Sportwäsche abgehauen ist. Er hat sich ein Alibi gekauft. Ja, gekauft, aber nicht bezahlt. Und mein Sohn ist mir mein Geld. Rufen Sie die Polizei, schnell! Ruf nicht die Polizei, sonst kommt dein Freund in den Knast! Wir werden schon noch sehen, wer in den Knast kommt. Hallo? Ist da die Polizei? Hier ist Laura Wehner. Ich wurde gerade fast entführt. Bitte kommen Sie in die Rosenstraße 17. Schnell. Schlauer. Was soll denn der Quatsch? Ich weiß, dass Sie und Julian abhauen wollten. Ja, wir wollten abhauen. Aber nur, weil meine Mutter mich zu einer Abtreibung zwingen wollte. Niemand kann eine Abtreibung von Ihnen verlangen. Auch nicht Ihre Mutter. Was ist denn hier los? Laura. Wenn die Polizei da ist, wollen wir da alle gemeinsam hin. Und Sie rufen noch Julian an. Der soll da gefälligst auch hinkommen. Und dann wird sich ganz schnell klären, wer den Einbruch bei den Piontek gemacht hat. Corinna hatte die ganze Zeit den vorbestraften Freund ihrer Tochter in Verdacht. Ob sie mit ihrem Verdacht richtig lag, wird sich jetzt herausstellen. Das ist ja Frau Piontek. Was will der Kommissar denn von ihr? Ich konnte dem Kommissar entscheidende Hinweise geben. Ich glaube, wir sollten der Frau Piontek mal kurz zuhören. Wie bitte? Mein Freund hat mich beschuldigt. Michael hat den Einbruch doch begangen. Ich meine, er wollte den Safe, die Kombination für den Safe, die wollte er von mir haben. Und dann hat er den Einbruch begangen. Ich hätte wissen müssen, dass ich ihm nicht trauen kann.
Aber ich wollte weg von Ernst, meinem Mann. Er ist ein verdammter Langweiler. Und Michael und ich, wir wollten uns mit dem Geld und der Münzsammlung ein neues Leben aufbauen. Frau Piontek steckt hinter dem Einbruch? Aber warum, um Himmels Willen, hast du denn dann gestanden? Ich dachte, es war Julian. Aber ich war das nicht. Seid ihr schon von Anfang an gesagt. Ja, aber ihnen hat niemand geglaubt. Und das hat Frau Piontek skrupellos ausgenutzt und sie belastet. Und wie haben Sie das alles herausgefunden, Herr Holt? Nun ja, die Frau Piontek und ihr Freund, die waren nicht gerade diskret. Und der Eifer, mit dem die Frau Piontek die Laura und den Julian belastet hat, das war schon sehr auffallend. Ich habe dann mit ihrem Liebhaber gesprochen und habe mal so angedeutet, dass ich ihm auf der Spur bin. Und da hat er sofort die ganze Schuld Frau Piontek gegeben. Was hätten wir nur ohne Sie gemacht? Danke, Herr Holt. Naja, ich bin jetzt jedenfalls froh, dass es für Sie drei glücklich ausgegangen ist. Aber eins würde mich schon noch interessieren. Wieso um alles in der Welt haben Sie sich von dem Jimmy Neumann ein falsches Alibi geben lassen? Ich hatte einfach Angst, dass mir jemand einen Einbruch unterschieben will. Ich hatte keine Handschuhe an, als ich mich im Büro umgeschaut und dort mein Armband verloren habe. Mir war klar, dass ich da irgendwie Fingerabdrücke hinterlassen haben muss. Verstehe. Aber wo warst du denn an dem Abend? Ja, ich war bei meiner Ex-Freundin. Ich wusste, dass du total ausflippen würdest, wenn du davon Wind bekommst. Aber wir haben nur geredet. Versprochen. Nicht mehr. Ich liebe dich, Laura. Du hättest es mir ruhig erzählen können. Aber wenn ihr beide unschuldig seid, warum wolltet ihr dann weglaufen? Ja, Jimmy hat gedroht, Laura was anzutun. Da musste ich sie natürlich in Sicherheit bringen. Sie und unser Kind. Mama, kapier's doch endlich. Wir wollen unser Baby bekommen. Ich hab euch ja so Unrecht getan. Es tut mir leid. Könnt ihr mir noch mal verzeihen? Jetzt komm schon her. Renate Piontek und ihr Liebhaber müssen sich wegen eines gemeinschaftlichen Diebstahls in besonders schwerem Fall verantworten. Jimmy Neumann droht eine Verurteilung wegen versuchter Erpressung in zwei Fällen und versuchter Strafvereitelung. Und Laura, wer sich zu Unrecht selbst belastet, der ist eigentlich selbst schuld. Das ist nicht strafbar. Aber in ihrem speziellen Fall hat sie durch ihr falsches Geständnis ja versucht, zugleich zu erreichen, dass Julian nicht wegen des Einbruches belangt wird. So seltsam das klingen mag, obwohl Julian ja auch letzten Endes unschuldig ist, ist das eine versuchte Strafvereitelung. Aber ich nehme an, für Laura lässt sich das Ganze mit ein paar Stunden gemeinnütziger Arbeit aus der Welt schaffen. Und Herr Piontek, ich nehme an, der wird kein Problem damit haben, Laura weiterhin in seinem Schuhgeschäft zu beschäftigen. Zum einen braucht er sie jetzt ja dringend, nachdem er seine Frau vor die Tür gesetzt hat. Mal abgesehen davon, dass er einer Schwangeren gar nicht kündigen dürfte.